Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Enigmatiker 2 im Expert-Modus. Ja, Henrik, was ist hier passiert? Ich war eine und Woche im Urlaub und... das Haus ist weg. Ich nix schuld. Was machst du? Ich nix schuld. Ich bin auf dem Server, flieg hier rum, wollte hier eigentlich reinfliegen und sehe, das halbe Haus ist weg. Ja, Ich wir haben es muss. jetzt mal ganz abgebaut. Genau. Ich kann euch mal zeigen auch, wie kann man hier hochfliegen. Wie seht. Unser Dach hat auch Löcher. Wir wissen nicht, was das ist. Wir haben Würmer. Ja, wir haben Würmer, glaube ich. Miese Holzwürmer. Ja. So, der Gut. andere ist aus dem Urlaub wieder und wir nehmen jetzt wieder Folgen aktuell auf. Wochenaktuell, Folgen aktuell. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen mit Blood Magic weitergemacht. Hier sieht man schon ein paar Builds, die ich schon gemacht habe. Und das Schwert dazu. Das zeige ich euch aber in einer anderen Folge nochmal direkt. Weil wir vom Blood Magic auch ein bisschen weitermachen. Aber das sind alles Erfolge. Die ein, zwei Erfolge habe ich schon gemacht. Habe ich nicht dran gedacht. Und was machen wir heute? Heute fliege ich nochmal hier durch, hier durch, hier durch. Und unsere Stromproduktion ist ja jetzt zurzeit auf Wundenlizenz. Mit einem Crafter und Öfen und dann kommt der Holzkohle raus. Ist, glaube ich, Toll. damals die einfachste Variante gewesen mit der Wooden-Essenz. Wir machen jetzt keine Wooden-Essenz und sparen uns die Öfen. Wir machen gleich Kohle-Essenz. Also, dass direkt aus dem Garn läuft, gleich Kohle rauskommt und dass wir die dann gleich durchbrennen. Wie seht, in der Zeit, wo André weg war, ist die voll. Die ist auch voll und hier überall in den Gangloch ist überall genug Essenz drin. Ich habe schon mal die Ziels vorhin gerade rausgenommen, liegen hier drin. Genau, also wir steigen jetzt um von Siebeproduktion, die ja prinzipiell jetzt schon Ewigkeiten aus war, weil wir genug hatten, Die ich jetzt wieder angemacht habe. weil wir Diamanten brauchen, Diamanten. ja, wir steigen jetzt zurück um auf Seeds mit Gardengloshes feuerfrei. Kann ich mal reinfliegen? Unsere Siebestraße ist ein bisschen improvisiert, erstmal zur Zeit. Wegen Strom technisch und wir sieben jetzt zur Zeit Gravel, weil da Smaragde rauskommen und Diamanten rauskommen. Pumpen wir ab aus dem System in der Endertruhe und kommt bei uns alles drüben an. Hat sich eigentlich nicht viel verändert. Nee, so, jetzt fang an, den Empowerer zu bauen. Das dauert. Also der Empowerer selber nicht. Aber das, was wir dann bauen müssen, das kannst du ja mal zeigen. Den schönen Kristall. So. Mystiker, wie heißt das? Mystiker. Agriculture. Altgekal. Ich habe heute wieder Straffehler, wie immer. Agriculture. Also das ist der Master Infusion Stein. Master Infusion Kristall. Wir könnten es natürlich, wir könnten auch den kleinen nehmen, wollen wir aber nicht. Wir wollen gleich den großen. Genau, weil der Kleine ist auch aus. Ja, bringt auch nicht viel. Den kannst du Ja, gar der nicht kann halt herstellen. kaputt gehen, ne? Und Ne, der den kannst du andere gar geht nicht halt nicht herstellen. kaputt. Den kannst du Kann gar man den nicht kleinen herstellen. nicht herstellen? Nein. Den kannst du nur aus das Enderzeug den herstellen. Ja, wir hatten den beim letzten Mal, glaube ich, irgendwie aus den Loot-Chests gezogen. Ich glaube, und da hast du den Wooden Essence rausgemacht, ne? Du kannst ihn reparieren, ja. Aber wir wollen gleich den Master. Und der Master mit ist in Celestia Altar gemacht. Und wie ihr seht, ist das ein bisschen. Eigentlich außenrum ist eigentlich nicht so schwer. Diamant, Mana, Terra Steel, Block of Das haben wir alles. Stone. Das haben wir alles. Aber das hier in der Mitte. Das gute Teil. Das heißt hier einmal Elementium Ingot von Botania. Das ist das 2-Mana-Stil und kriegst ein Elementium raus. Aber das hier, das irische Artefakt. Sieht eigentlich nicht so schwer aus. Wenn ich hier so mal raufklicke, haben wir auch schon einen großen Teil. Aber auch nur, weil wir das gefunden haben durch Loot-Chests. Prinzipiell ist es auch nicht schwer, es ist halt nur wieder verdammt zeitaufwendig. Ja, und wie ihr seht, die blinken alle ein bisschen mehr. Das heißt,
dass es nicht die einfachen sind, sondern die sind alle im Empower gemacht. Wie ihr seht hier. Oh, wir müssen noch Rubine finden. Haben wir Rubine? Mal jetzt so. Rubine? Ja. Also, nein, wo findet man die? Das ist nämlich auch noch eine Sache. Stimmt, ich glaube, deswegen wollte ich das Ding von Mechanism bauen, damit wir Rubine suchen können. Ich glaube, das war der Grund, warum ich Mechanism den die Farming-Station hier, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, bauen wollte. Rubino im Biomes of Plenty. Biomes of Plenty ist genauso wie das Erz. Ach, kannst du 7. Aus Endstone. Gut, so viel Endstone haben wir jetzt nicht, ne? Oder ein Deep Dark. Kannst das finden. Das war genauso blöd zu bauen. Na, ja, müssen wir sowieso mal bauen, aber. So, die Stelle für den Empowerer habe ich gebaut. Crushed Endstone. Endstein. Ja, müssten wir uns vorher eine Endstein machen. Das heißt Endstein und Dings. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Beim 7? Warte mal. Ich muss mal zurück. Eigentlich wollte ich schon längst craften, jetzt mache ich schon mehr andere Sachen. Rubin. Kannst auch eine Essenz daraus machen. Das geht auch. Ja, gut. World Gen, Novus, Kepler, Mercury, Overworld. Doch, es gibt die bei uns, aber oh, die Chance ist natürlich mit 0,0 irgendwas. So derbe gering. Da, 7. 5%. Okay, wie kann man den Drachen zurücksetzen? Wie war das? Warum den Drachen zurücksetzen brauchst du nicht? Ach stimmt, brauche ich ja nicht. Ich kann ja auch so da rein. Ja, du musst mir halt nur das... Ich besorg die Rubine, mach du weiter. Ja, pass auf, ich brauche Crushed Endstone. Aber man kann Crushed Endstone, habe ich doch gerade noch... Ja, einfach Endstone in Crusher. Ich meine, das ist jetzt nicht so wild. Nein, ich habe auch noch... Dafür gibt es auch noch ein Seed. Ja, das ist jetzt erstmal vollkommen egal. Wir brauchen jetzt erstmal die Rubine, um den Kristall zu machen. Ich gehe jetzt hin und baue da das komplette Ding ab. Ja, aber ich brauche auch noch so eine Pew-Blöcke, ne? Das sind die... Haben wir die nicht schon? Ich brauche die Kaktusfrüchte. Chorusfrüchte. Genau. Gut. Die Chorusfrüchte. Baue ich auch welche ab. Haben wir eigentlich? Eigentlich hattest du mal welche mitgebracht, weil ich welche brauchte. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich alle verbaut habe oder nicht. Geplatzte Chorusfrüchte? Das sind einfach nur Braten. Dann nehme ich mir mal ein Stack und brate die mal irgendwo durch. Also Chorusfrüchte brauchst du nicht, nur Endstone. Genau. Okay. Ja, ich habe noch 400 Meter, dann bin ich beim Drachen. Das läuft. Jetzt, Empower. Oh, ja. Entschuldigung, dass wir uns so viel... Das ist ein bisschen länger dauert, dass wir jetzt schon wieder 10 Minuten geredet haben und... Und noch nichts angefangen haben. Bau erstmal den Empowerer auf, dafür ist alles da. Dann stimmt wenigstens der Folgentitel. Ach, nee. Ist aber so. In dem Modpack ist alles ein bisschen... Schwerer. Schwerer. Quatsch, nein, nicht da lang. Warte mal, das war doch hier an der Lava. Genau, hier an der Lava lang. Dann ist man doch da gleich in dem Raum drinne. War das nicht irgendwie so? Empower. Ah, da. Upp. Da war fast alles da. Was fehlt dir? Die komische Batterie. Nee, die musst du separat rausnehmen aus dem System. Die übernimmt er nicht, warum auch immer. Ach so. Eigentlich ist für den Empowerer, habe ich vorbereitet, ist alles da. Ja.
Nur das Rezept geht nicht. Weil die. Guck mal, wo du den bauen musst. Weil die Batterie aufgeladen werden. Aufgeladen muss. Dann laden wir den mal schnell auf. Gelb. 5% hast du gesagt, ne? War das Ding? Naja, gut. Ich bringe einfach mal massiv Endstone mit und dann ist gut. Irgendwas stimmt mit der Batterie nicht. Double. Kann sein, dass ich die falsche Batterie hatte. Eigentlich habe ich geguckt, eigentlich müsste echt alles da sein. Nee, ist nicht Single. Ich brauche nur doppelt. Alles Echt? klar. Dann habe ich mich Ja. vielleicht da verguckt. Aber es müsste Double. auf jeden Fall auch alles für die Batterien da sein. Yep, Empower. Jetzt heißt es noch. Ich brauche noch vier so eine Display Stands. Die sind auch schon im System drin. Ach da. Und nach Vier. Hause. Ich habe zwei volle Inventare jetzt mit Enzo. Ja, welche Power Cell nimmst du immer? Die Advanced oder die normalen oder welche nimmst du? Das ist vollkommen egal, die fungieren alle zusammen. Weil mit Power Cells kenne ich mich jetzt auch schon aus. Da habe ich auch schon gelernt in meinem anderen Projekt. Einmal klack. Prismarinscherben, wo kriegen wir die her? Aus 7 aus Sand, ne? Prismarinscherben? Ja. Nee, das war das, wo ich gesagt habe, die wir zerschlagen müssen. Prismarinscharz, oder? Ach nee, Quarz in Atomic Disassembler. Machst du das mal bitte ganz schnell? Ah, da ja. Okay, das ist hier. Hier geht's anders. Im anderen Projekt ging das nicht anders. Ich brauche noch ein bisschen Stromkabel. Gott, wir Wie haben hießen kaum noch die? Quarz. LED. Die LED wollen wir. Reichen die? Nee. Aber eigentlich hast du doch alles da für den Empowerer, oder nicht? Eigentlich müsstest du den craften können. Ich hab manchmal bei dem. Ich habe ihn doch schon längst fertig, aber ich brauche dafür Ach auch so. Strom. Ja, Oder. dann nimm doch einfach die Dukte, die funktionieren. Ach so, du machst ja gerade die Powercell, ja, alles gut. Alles klar. Hier sind schon mal 36. Haben wir keine Powercelle mehr drinne? Damals eigentlich ein paar mehr gebaut. Ich weiß aber nicht, kann auch schon sein, dass ich die schon verbaut habe. Ja, nur Advanced Power Cell. Die großen will ich noch nicht nehmen. Na doch, kannst du. Wie gesagt, das ist vollkommen egal. Haben wir noch eine Karte? Haben wir. Wo bist du? Machst du mal den Kartenlinker? Du weißt am besten wo. Ich weiß es noch nicht wo. Es regnet, die Erde wird nass. Oh. Eins, zwei, drei Abstand, glaube ich, war das. Ich habe das ja im anderen Projekt, habe ich das hier auch. Eins, eins, zwei, drei. Glaube, ich Eins, brauche einen zwei. Pulverisierer, um das Ding zu bauen, um das Ding zu crushen. Finde gerade nicht das Rezept mit dem normalen Crusher. Ich fliege einfach mal hin. Das geht nur im Pulverisierer, das Ding kurz zu machen. Also nicht wundern, wenn ich hier heute mal so nicht ganz noch nicht ganz dabei bin. Es war ein bisschen Urlaub auch für mich. Obwohl du Urlaub hattest, ne? Ja, ich habe auch ein bisschen Urlaub gemacht. So. Aber mein Urlaub kommt auch noch. Also das heißt einmal im Jahr.
wenn wir noch eine Vorproduktion haben. Geht leider nicht anders. Ich bin 2 Wochen. Ich nehme mir dieses Jahr 2 Wochen richtig in Urlaub. Habe ich letztes Hallo? Jahr nicht. Nein, darfst du gar nicht so. Doch. So, dann Nein, brauche darfst du nicht. ich. Hast du die Karte für mich schon gelenkt? Nee. Ich habe gerade erstmal einen Pulverisierer gebaut, damit ich anfangen kann, deine ollen Guck mal. Kristalle zu sieben. Guck mal, die Karte liegt hier. Wo kann ich die linken? Mache ich das selber. Wo ist der linke? Du musst dann irgendeine Powerzelle Ist egal, ran. welche. Hier unten ist eine. Und dann legst du sie rechts oben bei dem Strombild rein. Und dann ist die auch Link 1. Und dann musst du sie jetzt aber in dem anderen Link nicht Shift reinklicken, sondern per Hand oben links reinlegen. Sonst ist sie Ich wieder unlinked. weiß, ich kenne das schon. Aber weißt nicht, wie man sie linkt. Doch, ich habe nur gefragt, welchen. Mir ist vollkommen egal. Wir haben Link-ID 1 auf allen. So, dein Power steht und lädt sie auf. Das habe ich ver. Welches Sieb nimmt man denn da? Diamond. Wie viele Rubine brauchst denn du? Kann die Kabelanker schon wieder nicht. Dann bleibt das so. Mega. Rubine. Warte mal ganz kurz. Mal ganz kurz wechseln. Auch den Stein. Rubine. Eins. Zwei auf jeden Fall. Ja, wir haben 3000 Endstone. Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Zwei auf jeden Fall. Ja gut, die habe ich schon. Und Floyd. Oh, konnte man das auch nicht sehen? Ja. Und das grüne Drei Zeug, Rubine. was da noch nicht alles wegschmeißen, was da rauskommt. Wo bist du mit dem Sieb? Na, ich sieb gerade. Das dauert halt einen Moment. Alles gut, ich bringe dir das gleich rüber. Weil eins davon brauche ich auch noch. So. Es ist kein Problem, du kriegst alles, was da rauskommt. Sehr schön. So, ich bringe dir jetzt von jedem schon mal 4 Stück oder so. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen vorbereitet, alles ging nicht. So Schön. Kleinigkeiten, wenn man da nicht dran denkt. So, alles im System. Gut. Schreibt die mal auf den Zettel, bitte, André. Ich habe keinen Zettel. Also. Was willst du? Ich merke mir. Ich brauche Endstone zieht, machen wir auch gleich. Da müsste eigentlich alles für drinne sein. Ja, habe ich aufgeschrieben. Endstone Seed? Was noch? Und Entfernung zieht hochcraften auf den höchsten Tier, was geht bei uns. Ja, na gut, das ist klar, dass wir das müssen, weil wir kaum welche haben. Sagen wir mal, da ist der Laser. Gerade mal einen Laser gesucht. Oh, den haben wir noch nicht gehabt. Ein Tanzanite, ein lilanen. Na gut, wir haben jetzt aber auf jeden Fall erstmal genug, also von jedem was da. Und wenn wir nochmal brauchen, können wir immer nochmal Endstone pulverisieren und durchlaufen lassen. Das geht ja fix. Darum sage ich ja auch gerade. Kümmere mich jetzt gleich noch um die Garden Glosches. Davon brauchen wir noch ein paar. Diesmal überhaupt keine Rubine rausgekommen? Ach doch, da.
Okay. Wenn du noch mehr brauchst, musst du sagen, dann pulverisiere ich wieder. So. Gargenglosch wollte ich bauen. Das reicht nicht. Kommst du an den Crafting Table, wo ich stehe? Ja, das ist immer meiner, weißt du. Nee, da steht kein Name dran. So. Oh. Tinkerschmiede. Ich brauche einen Ardite-Werkzeuggriff. Den soll ich dir jetzt machen? Dann brauche ich aus Nether rote. Was stand hier gerade? Rote Niederziegel. Soll ich dir machen? Redstone Gold. Also, ich glaube nicht, dass wir den heute in der Folge schaffen, den Kristall. Der ist doch ganz schön aufwendig, alles herzustellen. Warum ist denn mein System hier? Jetzt ist es wieder da. Ich wollte gerade sagen, irgendwie war das so. Wir haben kein Treated Wood mehr. Oh nein, oh nein, oh nein. Metallinfuser. Gold. Was suchst du denn eigentlich gerade? Nichts weiter. Alles gut. Ich meine, was du da gerade versuchst zu bauen, oder was du baust. Ich brauche den roten Kristall von den Teil. Von den irischen fange ich hier unten rechts an, den roten Kristall zu machen. Dafür brauche ich den Ardite-Werkzeuggriff, die roten Netherziegel und die Schärbe. Die rostbare Schärbe habe ich. Ardite. Ah, das hab ich. Fliegst du immer ganz schnell im Nether? Bitte? Bitte, bitte. Du brauchst jetzt bloß diese blöden Ziegel. Ja. Oder was? Ja. Fahr ich, fahr ich, fahr ich hin. Ich setze mich sofort ins Auto. Viel Spaß beim Fahren. Dann baue ich halt eine Netherfestung ab. So, nee, da fassung. Viele brauchst du denn davon? Vier, fünf Stück. Hätten doch aber welche da sein müssen. Darum habe ich. Hast du dir. Also bei mir steht das. Nee, der Chris. Warte mal. Ich habe so ein Durchgeklicke. Roter Netherziegel. Ah, ich brauche Netherziegel und Netherwurzen. Müssen wir, glaube ich, da haben. Sorry, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, ich musste gerade mal hören, aber war wieder mal unwichtig, ist ja nichts Neues. Ich weiß ja nicht mal, was du baust, Henrik. Ich brauche den Iridium-Scherz. Wenn du die Rezept aufmachst. Geht das schon hier um den Terminal? Iridium-Scherz? Die Master Infusion Kristall, ne? Ja. Das Teil in der Mitte, was wir haben wollen. Ja. Denn unten auf der zweiten Seite das Rezept mit den Bahnen und den Artefakt da drinne.
Hallo? Ja? Ja? So. Und dann unten rechts auf den Empower Restonia-Kristall. Oben, unten rechts, oben Ach da. rechts. Okay, ja. Alles gut. So. Und dann Empowerer und dann hast du die ganzen Sachen. Niederziege, wir haben keine Niederziege. Ich hab dir gerade nee. Ja, du brauchst ja auch Red Nether Brick, das ist ja noch was anderes. Ja, habe ich auch gerade gesehen, habe ich doch gerade gesagt. Warum craftest du jetzt schon wieder am meinen? Hau ab hier. Weil du auf meinem Stand bist. Was fehlt denn da jetzt schon wieder? Die Scaffoldings. Für Terrakotta. So. Jetzt ist der am Ofen. Wir noch keinen automatisierten Ofen? Doch, hier. Fertig. Ah, die Folge hat schon wieder Überlänge. Ich will wenigstens noch den Kristall für immer. Also einmal hier. Weiß gar nicht, was in die Mitte reinkommt. Ich sehe den Kristall auch hier nicht. Master Infusion Kristall. Das. Was fehlt noch? Ist das ein Mist hier? Jetzt fehlt nur noch das für die Mitte. Das machen wir noch ganz schnell. Dann hat die Folge heute mal ein bisschen Überlänge, weil das die nach der Urlaubsfolge wieder ist. Können wir auch nach nächste Folge machen, das ist ja gar kein Ding. Mir ja, kommt auch an, wie schwer das jetzt zu craften ist. Habe ich schon. Gut, ich habe alles im Inventar. Einmal Rechtsklick und der erste ist fertig. So. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Tschüss, da ist er Ciao, fertig. ciao.